Die Klinik ist in der Nähe. Hab auch Rodrigos Foto von Carmen. Mal sehen, ob ich ihn finde. Da ist Rodrigo. Er ist sehr nervös. Die Frau sieht nicht wie eine Freundin aus. Ich mache ein Foto. Mal sehen, ob Carmen sie erkennt. Du solltest mir nichts vorenthalten. Warum sollte ich? Wenn das Foto rausgeht, schlechter Winkel. Muss gerade drauf. Dann rück raus mit den Plänen. Deine Hautkrankheit, oder was? Sehr schön. Das ist perfekt. Sieht gut aus. Denk dran, wenn du pennst, veröffentliche ich das Foto. Pläne? Klingt doch nach was Größerem. Ich sollte ihr folgen und herausfinden, wie groß es ist. Carmen, ich lade Ihnen ein Foto hoch. Ist Ihnen diese Frau bekannt? Nein, noch nie gesehen. Worüber haben Sie gesprochen? Hört sich an, als erpresst sie ihn. Sie hat irgendwelche Pläne erwähnt. Er ist Sicherheitsmann in einem Casino in Atlantic City. Sie könnte einen Überfall planen, aber ich brauche mehr Beweise, bevor ich handeln kann. Ich helfe, wenn ich kann. Okay, ich schaue mir an, wohin sie die Pläne bringt. Ich melde mich. Noch ein Opfer oder ein Komplize? Brauche ein Foto. Kein Vorsprung mit gutem Winkel auf den Typen. Dann wohl von der Unterseite der Highline. Zeit. Was du siehst. Ja. Der Winkel ist falsch. Rodrigo ist ein Weicher. Du musst den Boss freuen. Zeig mal die Pläne. Hab's. Ja, genauso gefällt mir das. Ich muss los zum Zug. Will den Boss nicht warten lassen. Heute steigt unser größtes Ding aller Zeiten. Aber hallo. Wie viele Leute hängen da drin? Ich muss ihm folgen. Nein, da sieht er mich. Ich muss ihn oberirdisch verfolgen. Wo steigt er nur aus? Wenn ich das Zugsystem anzapfe, sollte ich dem Zug folgen können. Carmen, die Erpresserin hat sich unter der Highline mit jemandem getroffen. Er kennt wohl ihren Mann. Ich schicke ein Foto. Das ist der Sean, Rodrigos bester College-Freund. Er ging vor Jahren wegen Raubüberfalls in den Knast. Casino-Pläne und eine Vorstrafe. Keine tolle Kombination. Muss herausfinden, wer noch beteiligt ist. Für einen Casino-Raub brauchen die mindestens einen Fahrer und einen Safe-Knacker. Ich schaue viele Gangsterfilme. Klingt so. Ich lasse sie wissen, was ich finde. Endstation. Ich sollte zum Ausgang gehen und warten, bis er rauskommt. Er geht zu diesem Bürogebäude. Ich hab die Pläne, Boss. Gut. Der Zeitplan ist auf dem Monitor. Unsere Leute stehen auf dem Whiteboard. Markiere sie auf der Karte.
Daumen soll fahren? Er ist noch ein Kind. Ja, das Kind meines Bruders. Wir können ihm vertrauen. Und es läuft schon. Er holt gerade den Safe. Roman ist bereit und wir sind spät dran. Gehen wir. Sie ziehen ab. Ich habe jetzt alle Beweise. Ich muss jetzt nur noch dieses Auto aufhalten. Ich liebe es, wenn ein Plan schief geht. Hey Carmen, der Kumpel Ihres Mannes und sein Team reisen nun doch nicht ins wunderschöne Atlantic City. Danke sehr. Ich habe mit Rodrigo geredet. Auf dem Erpressungsfoto sieht man, wie er das Sean am Abend des Überfalls fährt. Aber Rodrigo wusste von nichts. Er hat nur einen Freund abgeholt. Ich kenne eine Polizistin. Sie wird Rodrigo helfen. Besonders, wenn er wegen der Erpressung aussagt. Wird er. Sonst muss er vor mir weit mehr Angst haben als vor diesem Deshaun. Danke, Spider-Man. Großes Problem! Fisk lässt grüßen! Mr. Fisk ist immer 5 Schritte voraus. Oh nein! Ich schieße ihn in Stücke! Ich sollte vorsichtiger mit meiner staunenden Einheit. Öffentlichkeit sein. Officer im Gefecht mit den Dämonen. Schüsse. Position der Nähe von Devil's Shelf. Schwierigkeiten? Hey! Get out!
Mond fahren keinen Gang runter. Was haben die nur vor? Achtung, Einheiten. Da läuft gerade ein Einbruch. Gemeldeter Ort ist bei Lincoln. Over. Spider-Man! Verdammt, ich hab gesagt, das ist zu laut! Ihr seid aber nicht vom Schlüsseldienst. Bleib stehen! Dein Spinn lässt du so stabil sein! Halt still! Das hat sicher wehgetan! Also, später im Knast habt ihr beim Ausbrechen wahrscheinlich so viel Erfolg wie beim Einbrechen. Gut, dass jemand auf uns aufpasst. Okay, alle Einheiten, verfolgtes Fahrzeug gemeldet. Alle Officer bei Midtown North, bitte bestätigen. Achtung, alle Einheiten, uns wurde eine Körperverletzung gemeldet. Officer, bitte in Central Park. Bester Urlaub überhaupt. Hey, klingt kitschig, aber du bist mein Held. Sie dürfen dem Opfer nicht mehr wehtun. Willst du auch was, Spider-Man? Ist hier der Moshpit? Super! Du gehörst mir! Lebe durch Prügel, sterbe durch Prügel. Danke. Früher war es hier sicher. C-72, Überfall gemeldet. Brauchen Officer am Tatort. Im Central Park wurde ein Vorfall gemeldet.
Ist das eine nächtliche Vogelbeobachtung? Ja, ich habe im Park nachtaktive Raubvögel beobachtet, als mir bei Belvedere Castle eine Gruppe bewaffneter Männer aufgefallen ist. Danke für die Informationen, Stephanie, sag Bescheid, wenn ich helfen kann. Ich werde alles von hier oben im Auge behalten. Danke für die Hilfe, Stephanie. Was wollen bewaffnete Männer beim Belvedere? Das werden keine Touristen sein. Fisks Männer. Nicht gut. Wer ist das? Gute Nacht! Das wird ein mieser Tag für dich. Was sollen wir dagegen tun? Das ist dein Ende. Keiner macht den Kingpin ungestraft Ärger. Du willst mehr? Nicht in die Luft! Er spinnt mich ein! Das waren alle. Finden wir raus, was sie hier wollten. Ich weiß nicht, was hier los ist. Mal sehen, ob ich irgendwas auf diesem Speicherstick finde. Klasse. Stephanie, ein Vogel hat gerade einen Speicherstick gestohlen. Vielleicht eine Taube. Ist das normal? Es ist Nistzeit, da überrascht mich das nicht. Ich glaube, in den Bäumen südlich vom Schloss ist ein Nest. Super, ich sieh's mir an. Er hat Freunde. Toll. Gebt mir den Stick zurück, ihr dreckigen Flugratten! Versucht positive Bestärkung. Tauben sind tatsächlich erstaunlich intelligent. Erstaunlich intelligent, ja? Hey, Tauben! Das mit den Flugratten tut mir leid. Machen wir einen Deal? Was immer Fisk euch in Vogelfutter bezahlt, ich verdopple es! Sie. Aber sie hat den Stick nicht. Was trainierst du, oder? Ups, alles okay? Niete. Das war's. Ich hab den Stick. Zurück zum Laptop. Mal sehen, was Fisks Männer wollten. Anscheinend wollten sie einen Wurm ins WLAN des Central Parks hochladen. So könnten sie Zugriff auf haufenweise persönliche Daten kriegen. Da fällt mir ein, selbst ich nutze dieses Netzwerk. Moment, der Ladevorgang läuft noch. Es muss mehrere Zugangspunkte geben. Stephanie, du bist mein Auge am Himmel. Siehst du irgendwas Seltsames im Park? Ich sehe zwei Virginia-Uhus und mehr Kerle an einem Anschlusskasten. Danke. Halt bitte weiter die Augen offen. Ich muss zu dem Anschlusskasten, bevor der Ladevorgang beendet ist. Ohne Zugriff aufs Laptop können sie nichts hochladen. Ist das nicht? Schlaf schön. Das wird ein mieser Tag für dich. Ich räche dich. Du bist der Leben.
macht dem Kingpin ungestraft Ärger. Verfluchte Lanze! Hol die Netze weg! Danke für die Information. Ich sollte mich beeilen. Noch zwei. Hätte nie gedacht, dass ich das sage, aber wozu braucht der Central Park WLAN? Ich dachte, die Leute wollen hier abschalten. Da sind sie. Ich muss sie vom Kasten fernhalten. Niemand kommt an mir vorbei. Spider-Man! Du hast einen großen Fehler gemacht. Nicht einspinnen lassen! Er hat mich eingesponnen! Stopp dir das Maul! Hört aus! Der Boss will deinen Kopf! Bitte! Nur noch einer! So, die Menschen in Manhattan können ruhig schlafen. Ihre Passwörter und Katzenvideos sind sicher. Spider-Man, Sie könnten mich gesehen haben. Oh nein, sicher? Ziemlich. Da kommen bewaffnete Männer. Verriegel den Zugang und halte durch. Ich komme. Ich muss zu Stephanie, bevor Fisks Leute da sind. Ich bin schuld, dass sie hier mit drin steckt. Ich bin gleich da. Versteck dich. Ja, teilt euch auf. Findet die Frau mit dem Fernglas. Holt die Netze weg. Spider-Man, schaltet ihn aus und stoßt dann die Frau runter! Achtung! Denk doch nicht mal drüber nach, das mit mir zu machen! Der Boss lässt grüßen! Oh, Mist! Achtung! Das wird dir das Maul stopfen! Geschenk vom Boss! Ich werde dir Respekt beibringen. Ha, er wird schwächer. Ja, ich hab ihn. In Deckung. Aus dem Weg. Los.
Fisch. Hoffentlich bist du versichert. Ich räche dich. Das wird ein mieser Tag für dich. Geschenk vom Boss. Na komm. Das waren alle. Mal sehen, was Stephanie macht. Danke, Spider-Man. Das war etwas aufregender als meine sonstigen Vogelbeobachtungen. Hey, ich danke dir. Deine Adleraugen haben verhindert, dass ein inhaftierter Gangsterboss an die Daten der halben Stadt kommt. Gar nichts schlecht, hä? Und ich habe ein Nest mit Kanada-Kleibern entdeckt, während du den Kerl fertig gemacht hast. Echte Schönheiten. Willst du mal sehen? Danke. Ich konzentriere mich ab jetzt auf Knastvögel. Zivilisten nach Zusammenstoß im Auto gefangen. Officer vor Ort,